Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf jetzt aufrufen den Tagesordnungspunkt 59. Dazu muss ich mal die Mappe aufschlagen. Das ist die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Digitales und Datenschutz zu der Vorlage des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zum 48. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und zum zweiten Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit sowie hierzu die Stellungnahme der Landesregierung betreffend den 48. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und zum zweiten Bericht zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz, Drucksache 204024 zu Drucksache 207397 zu Drucksache 202607. Herrn Prof. Ronellenfitsch habe ich bereits sehr herzlich begrüßt. Herr Prof. Ronellenfitsch hat heute sozusagen einen besonderen Tag, weil es, lieber Prof. Ronellenfitsch, und das ist ein Verlust, weil Sie immer unsere Plenarsitzung intensiv bereichert haben. Es wird der letzte Tätigkeitsbericht heute hier in einer Plenarsitzung sein. Und bevor ich Herrn Prof. Ronellenfitsch das Wort erteile, darf ich zunächst den Berichterstatter, und das ist der Kollege Thorsten Leveringhaus, um die Berichterstattung bitten. Herr Kollege Leveringhaus, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Ausschusses für Digitales und Datenschutz. Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum den 48. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz und den zweiten Bericht zur Informationsfreiheit des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Kenntnis zu nehmen und darüber eine Aussprache zu führen. Und das Ganze war einstimmig im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Leveringhaus. Ich darf für die Berichterstattung, ich darf jetzt Herrn Prof. Ronellenfitsch das Wort erteilen zu Ihrem Tätigkeitsbericht. Herr Prof. Ronellenfitsch, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, Sie reden ohne Maske. Sie können die Maske. Da kann ich die Maske. Sonst versteht man ja gar nichts. Ich möchte mir nicht eine Rüge zuziehen wie gestern ein hoher Politiker im Bundestag. Ich habe ein Manuskript, aber ich rede frei. Ich habe ein Manuskript, damit ich nicht zu lange rede. Ich will Sie nicht über Gebühr strapazieren. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach dem hessischen Datenschutzrecht hat der hessische Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragte zum 31. Dezember jeden Jahres dem Landtag und der Landesregierung einen Bericht über die Ergebnisse seiner Tätigkeit vorzulegen. Selbst Volljuristen ist nicht immer klar, dass damit keine Abgabefrist, sondern der Gegenstand der Berichtsfrist bezeichnet ist. Das kann gar keine Abgabefrist sein, sonst wäre die Stellungnahme der Landesregierung sinnlos. Die Landesregierung kriegt zum gleichen Zeitpunkt die Stellungnahme. Aber die Stellungnahme der Landesregierung brauche ich nicht zu kommentieren. Ich habe gezählt, über 70 Mal stimmt die Landesregierung uns zu. Da gibt es keine Dissens. Wenn die Landesregierung sich das alles einsieht, was wir ihr zu Bedenken mitgegeben haben, kann gar nichts Besseres passieren. Das bedeutet, dass ich nicht nur über das Jahr 2019 zu berichten habe, sondern auch, dass ich nur über diesen Zeitabschnitt berichten darf. Der Zeitabschnitt des 1949. Tätigkeitsberichts kann nicht berücksichtigt werden. Der Bericht ist schon weitgehend fertiggestellt. Daraus folgt, dass die Berichte keine Nachrichten wert im Sinne von News, erstmalige Erkenntniserlangung, sondern im ursprünglichen Wortsinn Nachrichtungen sind, also Bilanzen. Die Bilanzen werden grundsätzlich schriftlich erteilt, da mündlich vorgetragene Bilanzen ungefähr so unterhaltsam sind wie das ZDF-Magazin Royal. Damit haben die auch ihre abgekriegt, was sie verdient haben. Ich habe daher häufig versucht, meine Berichte durch Bezüge auf die Unterhaltungsbranche, Film, Funk, Fernsehen oder durch Verwertung von Schlagertexten anschaulich zu machen. Wer das heute erwartet, sieht sich getäuscht und enttäuscht, aber das Lachen ist mir vergangen. Am letzten Tag der Berichterstattung, des Berichterstattungszeitraums, am 31.12.2019, wurde nämlich die WHO von Behörden der Volksrepublik China offiziell über den Ausbruch des Coronavirus in der 8-Millionen-Stadt Wuhan informiert. Das gibt mir die Chance, darauf einzugehen, auch wenn es am letzten Tag war.
Selbst im Rahmen eines zeitlich begrenzten retrospektiven Berichterstattung lässt sich das nicht ignorieren. Ich halte es für unvertretbar, in meiner letzten Rede vor dem Hessischen Landtag die heile Welt des Datenschutzes im Zeitalter vor der Pandemie heraufbeschwören, will aber dem 49. Tätigkeitsbericht nicht vorgreifen. Das bringt mich in ein Dilemma, was ich Ihnen vortragen darf und was ich nicht vortragen darf. Ich habe mich zu folgender Lösung entschlossen. Eine Bilanz enthält Gewinne und Verluste. Daher kann ich heute auf das Vorhaben eingehen, die 2019 erst für das Jahr 2020 geplant waren, bereits konkrete Gestalt angenommen hatten, Corona-bedingt aber abgesagt, eingestellt oder auf unabsehbare Zeit verschoben werden mussten. Ich mache eine Negativ- und Positivbilanz. Und zur Negativbilanz gehört das, was wir eigentlich vorhatten, was wir aber nicht durchführen konnten, was aber schon weit vorangetrieben worden war. Man kann nicht sagen, dass es keine Positivbilanz gibt. Ich werde noch ein paar Beispiele aus der Zeitphase, die ich behandeln soll, anbringen. Die strapazierte Umsetzungsphase der Datenschutzgrundverordnung kam in ruhigeres Fahrwasser. Dafür verursachten die zahlreichen neuen Betreuungs-, Beratungs- und Auskunftspflichten. Wenn man eine Novelle macht, geht es meistens zulasten der Verwaltung. Die Auskunftspflichten, eine Entwicklung, die zu mehr Arbeit führte, die kaum noch zu verkraften war. Wir müssten technisch auf der Höhe der Zeit bleiben und mussten Diskussionen führen. Jeder, der sich in der Bundesrepublik gegen Datenverstöße wehren will, kann sich wehren, egal wo er, aus welchem Land der von Europa her kommt. Wir müssen ihm dann in seiner Landessprache Auskunft erteilen. Das ist bei den europäischen zahlreichen Amtssprachen relativ schwierig, Bulgarisch zu sprechen. Ich kann das leider nicht, aber ich muss auf Bulgarisch die Auskunft erteilen. Aber ich muss sagen, es gibt groteske Regelungen. Aber ich werde noch darauf eingehen, dass Englisch die Amtssprache geworden ist. Die Arbeit in Gremien ist explosionsartig gewachsen. Meine Mitarbeiter müssen in zahllosen Gremien arbeiten. Den Grundsatzausschuss habe ich selbst übernommen, um zu verhindern, dass der Bund sich allzu stark ausbreitet und total übertrieben die Macht an sich reißt. Aus föderalistischen Gründen habe ich das selbst gemacht und das Schlimmste noch verhindern können. Ich hoffe, dass das weiter so die Linie bleibt. Also die Expansionsgelüste des Bundes haben wir halbwegs ausgebremst. Die fortschreitende Digitalisierung auch bei der Datenschutzaufsicht erfordert Fähigkeiten, für die die irreführende, deplatzierte Bezeichnung Datensouveränität zum Schlagwort wurde. Gemeint ist nicht die Souveränität des Staates, Verfassungs- und Völkerrechts, sondern die Fähigkeit des Umgangs mit digitalisierten Informationen. Das kann man Datensouveränität nennen, aber das ist nicht die Souveränität im Sinne der Suprema Potestas, im Sinne eines Superlatives. Das ist eine Fähigkeit, mit dem Internet umzugehen, und die kann man qualifizieren mit so sinnvollen Ausdrücken wie super, echt, cool oder geil. Das ist dann die Datenfähigkeit, die Datenschutzsouveränität. Entscheidend ist in der ganzen Sache, dass die Datenschutzsouveränität der Aufsichtsbehörden erhalten bleibt, dass nicht andere besser informiert sind und besser ausgestattet sind und dass da gar keine Kontrolle mehr möglich ist. Und die Konferenz der Datenschutzbeauftragten hat aus meiner Sicht den schwachsinnigen Beschluss gefasst, da habe ich auch nicht mitgemacht, dass die Datensouveränität der Exekutive so gesteigert werden kann, dass praktisch ein technischer Beurteilungsspielraum der Exekutive besteht. Das kann nicht bestehen. Ein Beurteilungsspielraum bedeutet, dass die Kontrolle der Aufsichtsbehörden nicht mehr durchgeführt werden kann. Wenn die Souveränität bestehen muss, dann bei den Aufsichtsbehörden und bei den Gerichten, sonst kommen wir rechtsstaatlich in die Schwierigkeit. Was noch Schwierigkeiten gemacht hat, ist, dass nach dem Brexit zunehmend die Anglifizierung der Verwaltungssprache durchgeführt worden ist. Das ist klar, jetzt kann niemand mehr Englisch, deswegen sprechen alle Englisch. Das ist die Konsequenz. Brexit hat dazu geführt, dass fast nur noch Englisch gesprochen wird unter Deutschen. Und das macht nichts, das können meine Mitarbeiter natürlich leisten. Für Hessen ist das Erlernen
ist die englische Sprache kein Problem. Für die Hessen bedeutet das allein von Hochdeutsch schon, das allein eine erstens Fremdsprache. Und die Kurpfälzer scheitern schon an dieser Aufgabe. Kurpfälzer und Mainzer natürlich. Ich wollte es nur am Rande bemerken, dass es nicht schlimm ist, dass wir uns auf Englisch ausdrücken. Die Begriffe stimmen meistens nicht. Aber wir wissen, was gemeint ist. Meistens ist es Deutsch auf Englisch übersetzt und die Engländer verstehen nicht. War mit dem Grund für Brexit, dass die Engländer ja Englisch nicht mehr verstanden haben, weil die Europäer Sprachen Ausdrücke gebraucht hatten, die den Engländern gar nicht vertraut waren. Die Vielfalt der datenschutzrechtlichen Fragestellungen bestand schon vor Corona und wird auch noch nach Corona bestehen. Die katastrophalen Folgen der Pandemie zeichneten sich im Berichtszeitraum noch nicht ab, aber sie wirkten zurück. Ich gehe daher abschließend auf ein Sonderproblem des Landes Hessen ein, das in Relation zu den Todes- und Krankheitsfällen und zu den wirtschaftlichen und kulturellen Existenzvernichtungen durch die Pandemie als Bagatelle erscheint, aber dennoch für das Land Hessen und das Amt des hessischen Datenschutzbeauftragten nicht völlig unbedeutend war. Der hessische Datenschutzbeauftragte wurde bisher für die Dauer einer Legislaturperiode gewählt und blieb nach Abschluss der Legislaturperiode bis zur Neuwahl im Amt. Meine reguläre Amtszeit lief im Oktober 2018 aus. Und eine Wiederwahl für weitere 5 Jahre kam aus Altersgründen und auch aus eigener Lebensplanung nicht in Betracht. Im Oktober 2020 bestand das hessische Datenschutzgesetz seit 50 Jahren. Das Jubiläum wollte die Landesregierung und der hessische Datenschutzbeauftragte groß feiern. Hierfür war eine Veranstaltung in der hessischen Landesvertretung in Brüssel und im Frühjahr und im Landtag im Herbst mit hochrangigen Referenten und Referentinnen vorgesehen für die Koordination, Organisation und Referentenakquisition. War ich vorgesehen. Man hat einen gesucht, der das freiwillig macht, und ich war bereit, das zu machen. Ich war dazu bereit, zugegebenermaßen auch aus eigensüchtigen Motiven. Ich wurde in diesem Zeitraum 75 und wollte das mit einem Konzert meiner Band, der Band, in der ich spielen darf, verbinden, als Abschiedsveranstaltung. Und deswegen wollte ich noch eine kurze Zeit länger bleiben, um das durchzuziehen. Das war kein Verfassungsbruch oder Ähnliches. Das war schlicht die Motivation. Das hat sich alles zerschlagen durch die Pandemie. Es war alles durchorganisiert, es war finanziert. Wir hatten den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts die Zusage. Es wäre alles eine gelungene Sache gewesen. Aber es hat nicht sollen sein. Jetzt komme ich zum Abschluss noch einmal auf den Souveränitätsbegriff zurück. Souverän ist nicht, wie Karl Schmidt sagte, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Souverän ist, wer im Ausnahmezustand noch entscheiden kann. Das ist ein gravierender Unterschied. Karl Schmidt hat immer diese Extremposition im Auge. Wir kämpfen das aus, wir vernichten das. Bund und Länder kämpfen das aus mit Sezessionskriegen und so weiter. Das ist nicht unsere Mentalität. Wir versuchen, das durch Diskussion auszugleichen. Und wir müssen im Ausnahmezustand entscheidungsfähig bleiben. Und das geht nicht gegen das Volk. Und deswegen will ich das erwähnen, souverän ist, wer im Ausnahmezustand noch entscheiden kann. Wenn der Widerstand gegen Entscheidungen ein kritisches Maß überschritten hat, wenn eine kritische Zahl überschritten ist, ist nichts mehr durchzuziehen. Wir müssen also versuchen, die Akzeptanz der Bevölkerung zu erhalten. Und Akzeptanz setzt Vertrauen und Kontrolle voraus. Vertrauen in die staatlichen Instanzen. Und das Vertrauen ist offensichtlich gegeben, denn die Bevölkerung leistet in bewundernswerter Weise, kommt die Deutschen und die deutsche Bevölkerung in Deutschland den Anordnungen nach, die man früher gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das ist mit einem Verdienst der Kontrolle und ein effektiver Datenschutz, das ist ein Bestandteil dafür, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Staatsgewalt erhalten bleibt. Und deswegen darf der Datenschutz
zeitweilig zurückgefahren werden. Es gibt viel Wichtigeres als den Datenschutz, wenn es um Leben geht. Aber es muss die Garantie bestehen, dass die Kontrolle, wenn die Schwierigkeiten vorbei sind, wieder im alten Zustand zurückerhalten bleibt. Und Informationsfreiheit gehört auch noch dazu. Die Existenz des hessischen Datenschutzbeauftragten trägt essentiell zu dem Vertrauen bei, muss durch das Funktionieren dieser Behörde unter Beweis gestellt werden. Das ist bislang geschehen, und dem Engagement der Sachkunde meiner Mitarbeiter in der Behörde des Datenschutzes zu verdanken. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal zu bedanken. Ich komme jetzt endgültig zum Schluss. Als man mich zum ersten Mal fragte, ob ich mir die Übernahme des Amtes eines Datenschutzbeauftragten vorstellen könne, machte ich meine Zusage von einer positiven Entscheidung aller Landtagsfraktionen abhängig und stellte mich den Fraktionen als Verfechter eines freiheitlichen Rechtsstaats vor, den ich im Anschluss an Otto Meyer noch immer als Staat des wohlgeordneten Verwaltungsrechts verstehe. Ich war und bin kein Datenschutzlobbyist, sondern sehe diesen als abwägungsrelevanten Teil der Gesamtrechtsordnung an. Die Wahl meines Nachfolgers betrachte ich als Glücksfall. Er ist aus meiner Sicht kein Streiter ausschließlich für den Datenschutz, aber er ist einer der profiliertesten deutschen Experten des Datenschutzrechts. Und ich hielt mich zwar für verpflichtet, in der ersten Phase der Krisenbewältigung an Bord zu bleiben und Kurs zu halten. In absehbarer Zeit werden aber Impfungen beginnen können. Ich gehe davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt auch die Behörde des hessischen Datenschutzbeauftragten im wohlgeordneten Zustand übergeben werden kann. Ich habe daher den Wunsch geäußert, zum 28. Februar meine Tätigkeit hier einzustellen. Ich gehe aber dem Wunsch wurde entsprochen. Ich möchte aber noch eine persönliche Schlussbemerkung machen. Ich halte es wie Danny Rapp, den niemand von Ihnen kennt, von Danny and the Juniors. Sein Titel war Rock'n'Roll is here to stay. I don't care what people say, Rock'n'Roll is here to stay, und das gilt auch für den Datenschutz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Ronellenfitsch, für den Bericht. Ich darf jetzt die Aussprache eröffnen und darf als erstem Redner dem Kollegen Hartmut Honka für die Fraktion der CDU das Wort erteilen. Wir haben vereinbart, dass die Fraktionen 5 Minuten Redezeit haben. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Ronellenfitsch, gestatten Sie mir, dass ich mit Ihnen anfange. Sie haben es ja eben selbst gesagt, Sie verlassen leider zum Ende des Monats Februar Ihr Amt. Ich kann es aus Altersgründen gut verstehen, was Sie uns da mitteilen. Aber ich glaube, Sie haben es gemerkt an der Aufmerksamkeit, also auch im Applaus. Sie sind uns sehr geschätzt hier in diesem Haus, nicht nur, was Sie sagen, sondern auch, wie Sie es sagen. Und all die Jahre, die, das darf ich insofern persönlich sagen, die wir hier zusammen verbracht haben, im Unterausschuss für Datenschutz oder jetzt auch im Ausschuss für Digitales und Datenschutz, das Gespräch miteinander, die Diskussion über das Thema, muss ich persönlich sagen, habe ich immer sehr geschätzt. Und ich glaube, das ist das, was auch viele aus diesem Ausschuss so empfinden. Das ist nämlich das Wichtige, das Miteinander über die Sache. Das Miteinander über die Sache, ich glaube, das darf ich jetzt auch sagen, nachdem ich ja schon einige Jahre das Thema begleiten darf für meine Fraktion, wenn ich nicht nur den Berichtszeitraum 2019 lese, sondern auch andere Berichtszeiträume davor mir anschaue, wie häufig wir einfach viele Probleme darin finden, die aus Privatunternehmen stammen. Datenschutzverstöße oder Datenabfluss im ganz großen Umfang aus Privatunternehmen, die in der Öffentlichkeit mal mehr oder weniger beachtet finden, leider häufig weniger.
und die wir aber alle selbst mit beeinflussen könnten, wenn wir uns selbst mehr bewusst wären, alle, nicht nur hier in diesem Saal, alle in unserem Land, die wir Daten erzeugen jeden Tag, wie wir mit unseren Daten umgehen. Ich glaube, auch da ist nicht nur die Frage, warum dann die Landesregierung bei vielen ihrer Anmerkungen Zustimmung signalisieren kann. Ich glaube, auch gerade in einem demokratischen Rechtsstaat ist der Datenschutz im Bereich des Staates ein sehr elementares Gut, aber auch ein sehr hochgeschätztes Gut. Und wir alle arbeiten hier, nicht nur, wenn wir über den Datenschutzbericht lesen, sondern auch, wenn wir über Gesetze sprechen, machen uns Gedanken über den Datenschutz im Bereich des Staates, im Bereich der staatlichen Datenverarbeitung, egal in welchem Ministerium, um welches Ressort es geht. Das ist, wenn wir dann über den privaten Datenschutz reden, leider häufig nicht so der Fall. Der ist außerhalb der Öffentlichkeit, findet das mehr statt. Dort ist, glaube ich, dann eher Ihre Kontrollfunktion noch wichtiger, weil dort auch ganz viel, ja, wenn man sich das anschaut, bei den großen, gerade amerikanischen Datenunternehmen ja zusammenfließt, wo aus jedem kleinen Häppchen vielleicht erstmal nichts wird. Aber wenn man die ganzen kleinen Häppchen alle nebeneinander legt, wird ein riesiges Buffet, das berühmt-berüchtigte Bild des gläsernen Bürgers, der bei vielen gerade datenintensiven Unternehmen, glaube ich, Realität ist, wo viele sich aber verfürchten, dass es bei unserem Staat auch so sein könnte. Aber ich glaube, dort müssen wir eindeutig sagen, dass der Fokus müsste auch in der Öffentlichkeit mehr auf dem Privatunternehmen liegen. Wenn ich das so sage, fällt mir auch eines immer wieder ein Beispiel, das auch in diesem Bericht wieder war, Datenschutz zum Beispiel auch im Gesundheitswesen, dass immer noch irgendwo mal Kartons mit Patientenakten vergessen werden. Da glauben wir alle, wenn wir heute im Jahr 2020 dastehen, dass es das eigentlich gar nicht mehr geben darf. Und trotzdem passieren solche Dinge immer noch. Und da ist es gut, dass wir mit Ihnen bisher einen Vertreter an der Spitze der Behörde hatten, der erstmal auf die Aufklärung setzt und erst im zweiten Schritt auf die Bestrafung, weil ich glaube, Aufklärung und Schaffen für Bewusstsein, wie man sicher mit Daten umgeht, weil wir alle wollen mit Daten umgehen, wir alle müssen mit Daten umgehen und wir sind auch in einer digitalen Welt ja darauf angewiesen, dass wir mit Daten arbeiten können. Da ist das Schaffen für Bewusstsein, für den sicheren Umgang wichtiger, als hinterher nur zu sagen, was man nicht gedurft hätte, sondern vorher die Möglichkeit eröffnen, dass man überhaupt sicher und elementar damit umgehen kann. Das ist das Wichtige. Und ja, gestatten Sie mir zum Ende meiner Redezeit auch noch einen Ausdruck zu verleihen. Wir alle hätten, glaube ich, dieses Jahr gerne 50 Jahre Datenschutz hier in Hessen gefeiert, weil Hessen war damals vor 50 Jahren ein Vorreiter. Dass wir es dieses Jahr alle nicht konnten, ist sehr bedauerlich, weil solche Feiertage schaffen ja auch immer wieder Bewusstsein. Wir sehen das bei staatlichen Feiertagen und insofern hätte es uns gut angestanden und ich bedauere es wirklich sehr, dass wir es nicht haben feiern können, denn wir alle stellen fest, Datenschutz wird ja nicht nur vor Ort geprägt, er wird gerade von oben herab geprägt und damit meine ich jetzt eher Brüssel. Sie haben Datenschutzgrundverordnung angesprochen, was für Sie, für Ihre Behörde eine ganz andere Arbeitsweise bedeutet hat, viel mehr Aufwand an einzelnen Stellen bedeutet hat, aber auch für uns als Landesgesetzgeber die Pflicht gibt oder auch für die Landesregierung, sich dort viel stärker auch noch in Brüssel einzumischen, wenn dort die neuen Regeln ausgedacht werden. Ich sage nur die E-Privacy-Verordnung, die uns leider fehlt, die vermutlich auch wann auch immer jemals das Licht der Welt erblicken wird. Weil am Ende müssen es unsere Behörden, unsere Unternehmen hier im Land müssen damit leben, wir müssen damit handeln können. Also müssen wir das auch sehr stark im Fokus behalten, für die Zukunft dort aktiv einzuschreiten, weil ansonsten ist es leider nicht mehr oder leider zu spät und für uns dann nur noch ein Handeln und nicht mehr ein Reagieren am Anfang. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Herr Professor Nellenfitsch, alles Gute für die Zukunft, vor allen Dingen gesundheitlich, auf dass wir dann in einer Zeit ohne Maske das Jubiläum nachfeiern können mit Ihnen dann als dem ehemaligen Datenschutzbeauftragten, aber wie gesagt, mit dem wir gerne zusammengearbeitet haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Honka. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Gersberg für die Fraktion der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Professor Nellenfitsch. Zunächst möchte ich mich auch im Namen der SPD-Fraktion sehr herzlich bei Ihnen bedanken für die Arbeit im letzten Jahr, aber auch in allen Jahren vorher. Sie waren es, die Hessen durch die Neuerung der Datenschutzgrundverordnung geführt hat. Und ich weiß, dass es sehr turbulente Jahre waren mit sehr viel Arbeitsbelastung für Sie und Ihre Behörde. Vielen Dank dafür. Ja, jetzt auch in der Corona-Pandemie waren es turbulente
Monate für den Datenschutz. Nicht nur bei der Corona-App hat der Datenschutz eine Rolle gespielt, sondern in sehr vielen anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Restaurants und Cafés. Da war die Frage, jetzt müssen wir Gästelisten führen. Inwieweit müssen wir das machen? Dürfen wir sie offen auslegen? Dürfen wir es nicht? Wie lange müssen wir die Daten speichern? Wann müssen wir sie wieder löschen? Und auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben sich Fragen gestellt. Viele ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ins Homeoffice gegangen. Was müssen wir da beachten zum Thema Datenschutz? Oder auch die Lehrenden an den Schulen. Sie mussten Fernunterricht gestalten mit ihren eigenen Geräten, weil sie in Hessen keine zur Verfügung gestellt bekommen haben von ihrem Arbeitgeber. Und da war die Frage, wie können wir die Daten der Schülerschaft schützen? Wie können wir unsere eigenen Daten schützen? Der Datenschutzbeauftragte hat bei vielen dieser Fragen zumindest ein Auge zugedrückt. Und das finde ich auch richtig so. Es galt jetzt zunächst einmal, den Laden am Laufen zu halten. Aber viele der hier gestellten Fragestellungen werden uns weiter begleiten. Denn ich glaube, dass Homeoffice auch nach Corona stärker in Anspruch genommen wird als vorher. Ich glaube, und es muss auch so sein, dass an Hessens Schulen digitaler unterrichtet wird. Und auch hier muss der Datenschutz eine Rolle spielen. Und da möchte ich jetzt einen kleinen Kritikpunkt üben. Seit vielen Jahren wird immer wieder gefragt, was ist mit dem hessischen Schulportal, ist es datenschutzkonform? Und da liegt immer noch kein abschließender Bericht vor, was, glaube ich, nicht an Ihnen liegt, sondern daran, dass Ihnen kein abgeschlossenes Konzept vorgelegt wird, das Sie dann auch bewerten könnten. Und ich glaube, es wird immer damit geworben, dass schon über die Hälfte der Schulen in Hessen mit dem Schulportal arbeiten. Und das geschieht eben ohne datenschutzrechtliche Bewertung. Das steht dann in dem Bericht, grundsätzlich sei es datenschutzkonform. Für mich heißt grundsätzlich nicht in Gänze. Und das finde ich schon problematisch, weil man dadurch die Verantwortung vom Land Hessen auf die Schulen an sich herunterbricht. Und das ist nicht in Ordnung, aus meiner Sicht. In Ihrem Bericht sprechen Sie viele einzelne Fälle an, die Sie beobachtet haben, die Sie korrigiert haben. Aber ich glaube, dass wir in Hessen jetzt auch sehr stark in die Zukunft sehen müssen, uns ansehen müssen, wohin geht die Diskussion in Richtung Datenschutz. Und da unter Expertinnen und Experten wird da sehr viel gerade diskutiert. Zum Beispiel, sollte man den Datenschutz zentral regeln oder föderal belassen? Was ist mit dem Beschäftigtendatenschutz? Wie muss man den ausgestalten? Und was ist mit der künstlichen Intelligenz? Wie kann man sie mit einem effektiven Datenschutz begleiten? Und was wichtig ist, wie können wir Verbraucherinnen und Verbraucher am besten schützen? Ein Beispiel dazu haben wir vor einigen Wochen diskutiert. Die Schufa wollte für Stromkonzerne Daten von Kundinnen und Kunden sammeln, um festzustellen und den Stromanbietern darzulegen, welche dieser Kundinnen und Kunden besonders häufig den Stromanbieter wechseln. Das ist ja etwas, was Kundinnen und Kunden durchaus tun dürfen und womit auch geworben wird. Das Ziel aber war natürlich, dass man diesen Kundinnen und Kunden in Folge dann keinen Vertrag mehr anbietet. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und da muss man vehement und sofort dagegen angehen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle noch etwas sagen zur Art und Weise der Wahl des neuen Datenschutzbeauftragten, die am morgigen Tag stattfinden soll. Ich halte den gesamten Vorgang für wenig demokratisch und nicht sehr fair gegenüber der Opposition. Denn als Opposition haben wir im Ausschuss immer wieder gefragt, wann wird denn jetzt eine ordentliche Wahl stattfinden eines Datenschutzbeauftragten. Und immer haben wir darauf überhaupt gar keine Antwort bekommen. Und jetzt liegt ein sehr kurzfristiger Wahlvorschlag vor, ohne Vorwarnung, ohne Begründung, ohne die Möglichkeit dazu, im Ausschuss zu diskutieren. Meine Damen und Herren, Datenschutz ist eines der zentralen Themen unserer Zukunft und die Funktion der oder des Datenschutzbeauftragten von großer Bedeutung. Ich finde, der Koalition hätte es gut gestanden, die Opposition mit einzubinden. Ich bin mir nämlich sicher, wir hätten einen gemeinsamen Vorschlag gefunden für eine zukunftsweisende Kandidatin oder eines Kandidaten über Fraktionsgrenzen hinaus. Sehr geehrter Professor Ronellenfitsch, Sie haben im Ausschuss und hier in Ihren Reden stets dafür gekämpft, dass das Thema Datenschutz weiter föderal anzugehen ist.
Ich kann Ihnen zusagen, dass wir bei allen Debatten, die uns in der Zukunft begegnen werden, Ihre Argumente stets im Hinterkopf behalten werden. Ich wünsche Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und noch einmal vielen Dank. Vielen Dank, Frau Gersberg. Nächster Redner ist der Abg. Leveringhaus für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Prof. Dr. Ronellenfitsch, auch ich möchte natürlich, es gehört sich so, zu Beginn meiner Rede Ihnen ganz recht herzlich für die Arbeit, die sich jetzt hier in den beiden Tätigkeitsberichten manifestiert, aber auch natürlich Ihren gesamten MitarbeiterInnenstab danken für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Und auch ich war im Dilemma, wie geht man jetzt damit um? Wir haben einen Tätigkeitsbericht für 2019, wir haben aber ganz viel Datenschutzrelevantes im Jahr 2020 erlebt. Ich präsentiere Ihnen jetzt meine Lösung und fange damit an mit einer Überschrift des Deutschlandfunks. Eine Idee wird 50, wie in Hessen der Datenschutz erfunden wurde. Und leider, und ich sage ausdrücklich leider, ist es bei diesen Schlagzeilen, diesen oder ähnlichen Schlagzeilen geblieben. Denn die Feier, Sie hatten es ja auch schon erwähnt, musste dann leider abgesagt werden. Und ich hoffe, sie wird so schnell wie möglich nachgeholt, denn das Thema Datenschutz hätte es verdient. Und auch wenn Sie dann wahrscheinlich nicht mehr im Planungsstab mit dabei sein werden, vielleicht können wir doch noch ein Konzert von Ihnen und Ihrer Band erleben, auch wenn Sie dann nicht mehr Datenschutzbeauftragter sind. Und wenn man sich die vorliegenden Fallzahlen anguckt, die im Bericht stehen, sowohl an Beschwerden als auch an von Ihnen ausgesprochenen oder getroffenen Maßnahmen, so zeigt sich doch, auch nach 50 Jahren haben wir noch viel Arbeit vor uns, ist noch viel zu tun. Und die Stelle des Beauftragten für Datenschutz und seit ein paar Jahren auch der Informationsfreiheit ist in einer sich digitalisierenden Gesellschaft wohl wichtiger als je zuvor. Doch es zeigt sich auch, manche Evergreens, so will ich sie mal nennen, wiederholen sich jährlich und haben mit Digitalisierung selber eigentlich wenig zu tun. Zwei Beispiele will ich nennen, neben dem, was mein Kollege Hartmut Honka schon gesagt hat, mit den Kisten, die irgendwo abgestellt werden. Das ist die anlasslose Videoüberwachung des öffentlichen Raumes oder das ist die Speicherung von zu vielen Daten in Geschäften oder in Behörden. Und hier würde ich mir einfach wünschen, dass wir einerseits den gesunden Menschenverstand, aber auch die goldene Regel der praktischen Ethik anwenden, hier im negativen Sinne. Was man nicht will, das man dir tu, das fügt auch keinem anderen zu. Denn wer von uns möchte denn bitte in der Öffentlichkeit auf Schritt und Tritt gefilmt werden? Und wer möchte von uns zu viele Daten preisgeben, um eine Sache zu erhalten oder ein Geschäft zu erledigen? Da muss man nicht mal über die DSGVO und die Datensparsamkeit reden. Wie gesagt, das ist einfach der gesunde Menschenverstand, der das einem sagen sollte. Aber neben den jetzt genannten Fällen leben wir, ich hatte es ja am Anfang schon in Bezug auf die Feier gesagt, in besonderen Zeiten, in einer Corona-Krise. Und auch wenn der Berichtszeitraum dies eigentlich nicht umfasst, will ich dann trotzdem darauf eingehen. Sätze wie Corona zeigt wie unter einem Brennglas die Versäumnis der Digitalisierung oder Corona hat die Digitalisierung in Deutschland beschleunigt, haben wir in den letzten Monaten zuhauf gehört, wenn ich richtig mitgezählt habe, allein gestern dreimal von drei verschiedenen RednerInnen. Und zwangsläufig, wenn wir über Digitalisierung reden, kommen wir über kurz oder lang zum Thema Datenschutz, wohl mit am intensivsten in den letzten Wochen und Monaten geführt bei der Corona-One-App. Sie sei, so kommen wir in den letzten Wochen wieder verstärkt in der Öffentlichkeit hören, quasi wirkungslos und das liege natürlich am Datenschutz. Der behindere wieder alles. Professor Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat es in der letzten Woche auch bei Twitter recht süffisant kommentiert. Und mir fällt hier eine alte Redensart dazu ein, die ich mal etwas ergänzen möchte. Wenn man nicht mehr weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis oder führt den Datenschutzverweis. Denn ein wirklich valides Argument, wo weniger Datenschutz bei einer Corona-One-App uns das Ganze helfen würde, konnte bisher noch niemand vorbringen. Und es ist doch gerade die Punkte Freiwilligkeit und eben auch Datenschutz, die dafür sorgen, dass wir im Ländervergleich sehr hohe Installationszahlen dieser Corona-One-App haben. Es ist natürlich auch so, das gebe ich zu, es gibt Möglichkeiten, die App zu verbessern. Zwei Beispiele sind die Integration einer automatischen Clustererkennung oder das Führen eines Kontaktdatenbuches. Man hat das erkannt, man will sie verbessern, aber ich hoffe doch sehr, dass wir die heilige Kuh Datenschutz, wie sie auch genannt wird, dafür nicht schlachten müssen. Eine
Bevor ich jetzt ganz zum Ende komme, noch ein Kommentar zu Frau Gersberg. Wir sitzen ja normalerweise im selben Ausschuss. Also es gibt ja nur einen Ausschuss für Digitales und Datenschutz. Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie da gefragt haben, in jeder Sitzung, wann der Datenschutzbeauftragte neu gewählt wird. Das möchte ich doch hier mal bitte richtigstellen. Und liebe Kolleginnen, und jetzt komme ich zum Ende, sehr geehrter Prof. Dr. Ronellenfitsch, ich hatte es am Anfang Ihnen für die Arbeit dieser beiden Tätigkeitsberichte gedankt. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich, auch wenn Sie noch bis zum 28.02. im Amt sind, Ihnen aber für die gesamte Arbeit danken. Wenn ich richtig gezählt habe, waren es 16 Tätigkeitsberichte zum Datenschutz und 2 Berichte zur Informationsfreiheit, die Sie als hessischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit eingebracht haben. Vielen Dank dafür. Sie bleiben, wie gesagt, noch bis 28.02. im Amt. Und bis dahin noch weiterhin alles Gute. Und ich hoffe, Sie sind weiterhin noch so fleißig wie bisher. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Leveringhaus.